freuen uns auf diese Gespräche. Wir sind sicher und hoffen, dass wir gemeinsam weiterkommen. Dies ist unsere Zielsetzung. Noch einmal ganz herzlich willkommen. Ja, danke schön. In der Tat, die Einladung kam schon im März des vergangenen Jahres. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann zu dieser Klausurtagung der Landtagsfraktion, lieber Herr Kreuzer. Und ich glaube, das Miteinander reden ist gerade in so herausfordernden Zeiten von allergrößter Bedeutung, selbst wenn man nicht in allen Fragen einer Meinung ist. Worin wir uns einig sind, ist, dass wir die Zahl der ankommenden Flüchtlinge spürbar und nachhaltig reduzieren wollen. Ich glaube, dass wir hier bei den Fluchtursachen ansetzen sollten und eine europäische Lösung finden sollen. Aber wir werden sicherlich offene und gute Gespräche haben. Drei Ereignisse werden in den nächsten Tagen eine Rolle spielen. Am Freitag die Regierungskonsultation mit der Türkei, die eine Schlüsselrolle für mich spielt. Am 4. Februar eine Geberkonferenz in London, bei der wir die Lebensbedingungen der Flüchtlinge in Syrien, Jordanien und Libanon verbessern wollen. Und Mitte Februar dann ein EU-Rat, auf dem, wie ich sehr froh bin, der Präsident der Europäischen Kommission heute auch gesagt hat, die Flüchtlingsfragen müssen dort neben der Frage Großbritannien eine zentrale Rolle spielen. Und Deutschland wird sich hier natürlich auch mit seinen Vorstellungen einbringen. Danach können wir eine weitere Zwischenbilanz ziehen und dann sehen, wo wir stehen. Und deshalb danke nochmal für die Einladung. Und dass wir zum Beispiel in kurzer Zeit jetzt ein gemeinsames Projekt wie einen Ausweis für Flüchtlinge hinbekommen haben, wo Kommunen, Länder und Bund zusammenarbeiten, ist ja vielleicht auch ein Zeichen für einen modernen Staat, der dann zum Schluss auch den Bürgerinnen und Bürgern dient. Und ich möchte mich an der Stelle noch einmal bedanken für das, was in Bayern geleistet wurde. In Bayern kommen die Flüchtlinge, die allermeisten Flüchtlinge an. Und was Bayern, seine Kommunen, die Hauptamtler, die Ehrenamtler, der Freistaat und damit auch alle Abgeordneten und natürlich die Staatsregierung geleistet haben, das ist herausragend. Und dafür möchte ich als Bundeskanzlerin noch einmal ein herzliches Dankeschön sagen. Danke. Vielen Dank und nochmal herzlich willkommen.